Da ist noch einer. Ich hab Essen. Kann ich das auch mit der Hand oder so? Nee, dann geht's länger. So, zack, zack, zack. Bam, 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 bam. Der Pilz wird jetzt gefistet. Nein! Wehe, ein Zombie kommt jetzt und greift mir irgendwas von meinem Pilz ab. Ist mein Pilz. Habe ich ganz alleine geerntet und gefunden. Na gut, so ein Riesenpilz ist auch schwer zu übersehen, ne? Ist hier noch irgendwas Fliegenpilzmäßiges hier? Nee, ne? Na gut, 19 Pilze sollten erstmal reichen. Dann gehen wir uns aufs Maul legen. Nee, ich muss aufpassen, ich habe nur noch 3 Herze. Hier sollte ich nicht runterjumpen. Oh Mann. Au. Alter, gib mir dein Fleisch. Schnell was essen. Schnell, 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 schnell. Ich weiß, es ist nicht gebraten, aber scheiß drauf. Ich muss was essen. Los, regenerier dich. Regenerier dich schneller. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass es so viel abzieht. Ist das ein... Ah nein, das ist ein Schaf. Ich hatte schon die Hoffnung, dass es ein Wolf ist. Weil dann hätten wir 3 Knochen dabei gehabt und hätten dem hätten einen tollen Gefährten gehabt, der alles zu Kleinholz gehackt hätte, was uns attackiert. Aber wehe, du schlägst einen Wolf in einem Rudel, dann kommen alle auf dich drauf und du bist instant fast tot. Hier sind Fliegenpilze en masse, aber gibt's auch so viele normale Pilze? Das wäre natürlich awesome. Erstmal hier so Steinpilze abgreifen. Wenn er dann welche droppt. Scheiß Telefon. So, Telefon ist wieder ruhig. Müsste irgendwie da hochkommen, ne? Nehmen wir mal Stein. Bauen wir uns einfach mal mit Stein hoch. So, ich hoffe, wir kriegen genau gleich viel Steinpilze, wie wir normale Pilze kriegen. Fliegenpilze kriegen, meine ich. So, gib mir Pilze. Es war klar, dass wir von denen einiges weniger einsacken werden, als von Fliegenpilzen. Gibt's hier noch... Das ist ein Baum. Ich besteig mal kurz den Baum. Besteigen gesagt. Gibt's hier keine Steinpilze mehr? Doch, da ist doch einer. Ich baue das alles wieder ab, weil so ein Stein auf dem Baum sieht irgendwie dumm aus. Da müsste sein. Yep. So, komm her, du nahrhafter Pilz. Oh, Apfel. Mal was anderes. So, es ist verdächtig ruhig gerade. Immer wenn es so ruhig ist, dann erwarte ich irgendwie, dass mein Bruder gleich um die Ecke kommt und mich... zu Tode erschreckt.
Da ist ein Pilz. Komm her, Pilz. Der Pilz wollte einen Selbstmordversuch starten. Ich musste ihn retten. Wir wollten unser... Haben wir unser Bett mitgenommen? Nein, natürlich nicht. Wir wollten unser Bett mitnehmen und im neuen Haus pennen, aber... Habe ich verpennt? Pennen wir halt nochmal im alten Haus. Können wir direkt Holz mitnehmen? So, gib mir Holz. Das schöne Holz. So, legen wir uns schlafen. Ups. Nehmen das Bett dieses Mal mit, ne? Gucken, dass uns unterwegs nichts anfällt. Am besten kein Skelett, sonst sind wir tot. Aber sowas von tot. So tot, dass es toter gar nicht mehr geht. So tot sind wir dann. Ja, mäh. Mäh dich hinfort. Na, magst du einen Bogen im Arsch? Läuft die Aufnahme noch? Ja. Sehr gut. Egal, wir müssen den Boden eh ausbauen. Da kommt das ganze Holz rein. So, zack, 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 zack. Dann kommt das Bett hier noch rein. So, boom. Dann müssen wir uns Schüsseln machen. Und dann können wir hier die Pilze reinlegen und vernaschen. Nom 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 nom. Weil wir zu viel haben, machen wir uns den Magen noch gerade voll. So, 11 Stück. Geht direkt auf. Jetzt haben wir ein ganzes Ding voller Pilzsuppe. Er braucht das Zeugs da. Es braucht keine Sau. Dass man das Zeugs auch nicht einfach stacken kann, ne? Das ist auch so ätzend. Gut, Suppe kann man eigentlich auch nicht stacken, aber es ist Minecraft. Meine, hallo? Habe ich keine Erde geholt? Ich bin so dumm, ne? Dümmer als ich geht kaum. Es wird schon fast wehtun. Eine Axt brauche ich noch. Eine neue Axt. So. Jetzt sagt mir, da hinten ist Erde. Gut. Irgendwann muss ich hier auch noch einen Weg bauen, weil das hier rumgelatsche, das nervt mit der Zeit. Ja, bisher rumgeschwimme. Nicht rumgelatsche, rumgeschwimme. Alter, du dummes Vieh! Idiot, Alter! Selbst schuld! Na, wenn das Schwein nicht hören will, dann mache ich halt Hackfleisch draus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Legen wir ihm noch ein paar Blumen auf an den Grabstein. Habe ich es gerade grummeln gehört? Oder habe ich mir das bloß eingebildet in meiner Paranoia? Nee, ist er gegrunzt. Das Wasser ist ja mal cool drauf. Alter. Hey, dummes Vieh. Bist du da reingekommen? Und vor allem, wieso fließt das Wasser nicht?
Es hat was gegen die Höhle. Das Wasser ist rassistisch. Das rassistische Wasser. Hier drunter ist eine Höhle, die ich nicht ausbuddeln will. Ich weiß, in Dungeons und so sind übelst viele Materialien, aber wie gesagt, ich bin ein kleiner Schisser, was das anbelangt. Gebe ich auch voll und ehrlich zu, ihr müsst nicht große Dungeon-Action bei mir erwarten. Seid ihr an der falschen Adresse. Wenn, dann im Let's Play Together, aber nicht alleine. Ja, die Musik ist nicht das Beste, aber es geht ganz klar, finde ich. So, bald ist unser Gehege, Schrägstrich, jetzt muss ich den Namen fallen, scheiße. Schrägstrich Plantage, Schrägstrich irgendwas, ist gleich fertig. Ich brauche hier noch mehr, Erde, habe ich ganz vergessen. Wir müssen ja noch eine Etage Erde reinballern bei uns. So, wehe, die Erde reicht jetzt nicht, Alter. Wollte schon sagen. So, weißt du was? Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Eingang. Au, und fliegen erstmal rein. Ich muss gerade mal kurz was nachgucken. Ob wir im Haus noch so Treppen haben. Ich glaube nicht, nein. Mach ich mir jetzt die Mühe nicht und gehe da hochgucken. Ich baue einfach neue. So, gib mir Eichenholz. So. Perfekt. Können wir das hier noch so ranbauen? So, zack. Irgendwie ist es voll klein hier. Aber gemütlich. Dann hau ich hier den Boden noch raus. Es schlägt da fast den Boden aus. Nee. Nee, wir machen erst oben noch so eine Kabine, dass uns hier nichts reinkommen kann. Aber das sieht dann dumm aus, wenn wir das mit Erde hier machen. Ach nee, weißt du was? Wir machen den Himmel hier. Machen wir auch mit Holz. Dann geht es nämlich auch mit der Bewässerungsanlage. Mann, heute ist echt Weltverbauertag, ne? So, damit wir keinen ungebetenen Besuch bekommen, machen wir das hier. Eine zweite Tür wäre noch ganz knorke. Hm.
Sieht doch schon mal besser aus. Jetzt kann es als Haus durchgehen. Ich würde sagen, let's ausheb der Boden, ne? Den hauen wir dann mit Cobblestone zu. Weil das ist hier Sand, ne? Wer es noch nicht bemerkt hat, das ist hier unten Sand. Das kloppen wir gleich in unseren wunderschönen Ofen rein und dann kriegen wir Glas. Und Glas haue ich denn hier rein. Ich weiß, wir sind unter Wasser, aber es sieht trotzdem, denke ich, noch ganz cool aus. Ich denke, das würde cool ausschauen. Ja, wird dunkel. Gut, dann wird jetzt nichts mehr mit Gartenarbeit, aber wir haben hier unten noch genug zu tun. Das ist nicht so tragisch, wenn wir hier nicht mehr an die Oberfläche können. Oder soll... Ich bin ein Genie. Ein Genie, Alter. Ich bin zwei Stein. Bam! Badass over here. Sagen, dann machen wir hier die Küche, also halt mit, ne? Mit dem Kollegen hier. Sag mal, geht's noch, mir durchs Wohnzimmer schwimmen? Da schwimmt er mir eiskalt durchs Wohnzimmer. Verarschen? Junge! Irgendwann stelle ich hier einen Hund hin, dann müsst ihr Hackfleisch. So, ich nehme jetzt mir alles hier. Weißt du was? Mach mal ganz anders. So. Wir machen das nämlich so. Das ist jetzt dumm. Mist. Ja, well done, my friend. So, die Suppe kommt hier rein. Nein, ich sagte, die Suppe kommt hier rein. Ich sagte, die Suppe kommt hier rein. So. Dann machen wir das Holz und alles machen wir hier rein. So, zack, zack, peng, peng. Das ganze andere Zeugs kommt halt hier auch noch rein. Jetzt unser Ofen. Weißt du was? Den baue ich jetzt einfach mal im Bratvorgang, baue ich den hier ab. Knall den hier rein. Mach einen zweiten Ofen, wenn ich denn das ein Pflasterstein. Ich bin so dumm, ne? Wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Wir wollten hier Pflasterstein hinballern. Ich bin so dämlich. Ich reg mich gerade übelst über mich selbst auf. Mann. Dann halt so. Machen wir halt Holz. Ich hab's keinen Bock, das nochmal alles abzubauen. Machen wir hier alles halt rein Holz.
Was ist da? Ach so. Da können wir auch Zug bauen. Wie das ausschaut. Verbinde die Punkte. Schon wieder Tag? Ne, wieso auch? Da. So. Nein, das sieht dumm aus. Das Bett, das kommt hier hin. Wird nochmal extra schön ausgeleuchtet. Ich baue hier die Fackeln mal kurz ab. Einfach um neue zu setzen.